Viel Spaß mit Elsterwelle Fernsehen wünschen die Versorgungsbetriebe Hoyerswerda. Mit Energie in den Frühling, zuverlässig von Ihren VBH. Wir machen das, damit Ihr Geld in der Region bleibt. Sicherheit für Sie da. Mit einer kompetenten Beratung vom Sicherheitsfachmarkt Security sind Sie auf der sicheren Seite. Hoyerswerda am Bahnhofsvorplatz. Er ist wirklich schnell. Er ist wirklich preiswert. Er ist wirklich nett. Floris Hausmeister-Service. Von Möbelmontage bis Hausgeräteanschluss. Von der Abfallentsorgung bis zum Glühlampentausch. Vom Lüften der Wohnung bis zum Blumengießen. Flori ist überhaupt nicht teuer und in kleinen Sachen der Größte. Floris Hausmeister-Service einfach buchen. Telefon Hoyerswerda 46 73 0. 46 73 0 und im Netz unter lebensräume-hy.de. Ein wirklich tolles Angebot Ihrer Genossenschaft Lebensräume. Mehr als gewohnt. Drehscheibe Lausitz. Immer zur vollen Stunde. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Aktionstag ab ins Beet mit der KiFA. Abgebrannt, LKW in Zeisig. Ausgeräumt, 32.000 Euro Schaden in Straßgräbchen. Schönen guten Abend zur Drehscheibe am Mittwoch, dem 22. Mai 2013. Als man sich in Leipzig dazu entschloss, ein Denkmal zu Ehren Richard Wagners zu errichten, war den Verantwortlichen durchaus bewusst, dass es sich dabei um ein gewagtes Projekt handelt. Kein Entwurf konnte den Vorstellungen der breiten Masse entsprechen. So dauerte es mehr als 100 Jahre, bis man heute endlich einen Blick auf Leipzigs Wagner werfen konnte. Im Vordergrund stand dabei seine dunkle Seite. Der 22. Mai 2013, der exakt 200. Geburtstag Richard Wagners. Für die Stadt Leipzig, immerhin Wagners Geburtsstätte, Grund genug, um dem umstrittenen Künstler ein Denkmal zu setzen. Und eben dieses Denkmal, eine Skulptur des Bildhauers Stefan Balkenhol, wurde heute am Leipziger Promenadenring mit einem Festakt enthüllt. Aufgestellt wurde es auf dem sogenannten Klingersockel, auf dem bereits Max Klinger vor 100 Jahren ein Wagner-Denkmal errichten wollte. Diese lange Selbstfindungszeit von 100 Jahren hat ganz klar nun das schöne Ergebnis, dass jetzt ein wirklich zu Leipzig passender Wagner realisiert wird. Fern von Geniekult und Hochstilisierung zum deutschen Nationalkomponisten ist Leipzigs Wagner, der junge Student Richard, in einer menschlichen Begegnung mit seiner Persönlichkeit. Das Denkmal zeigt einen jungen Richard Wagner, überragt von seinem eigenen gewaltigen Schatten, den er bis heute quer durch die Zeitgeschichte wirft und den er auch nicht wieder los wird. Nicht einmal an seinem 200. Ehrentag war er vor kritischen Stimmen sicher. So wurde die Veranstaltung von einem Mann unterbrochen, der mahnte, man würde einen der größten Antisemiten zur Symbolfigur Leipzigs erheben. So wenig ich jemand beleidigen möchte, der gerne Musik hört, darum geht's ja nicht, ist es sehr dringend Verantwortung zu ergreifen, einen solchen Kompromiss von Anfang an bloßzustellen. Denn jeder weiß es, Sie können es hier lesen, die Zitate Wagners sind haarsträubend. Er fordert auf zum Massenmord an den Juden. Er spricht von einem Abschaum gegen das jüdische Volk. Das war ein wesentliches Element seiner Denkweise. Und deswegen ist es ein Skandal, auf dem Boden des Grundgesetzes so einen Antisemiten zu ehren. Das ist ein Fluch für die Stadt Leipzig. Wagners Verhältnis zum Judentum ist kein Geheimnis, doch es wird darüber ungern gesprochen. Wagners Anhänger, allen voran die großen Vereine und Verbände, verweisen dabei gern auf die sogenannte Brille des 19. Jahrhunderts, die es aufzusetzen gilt, wenn man über Wagners antisemitische Schriften sprechen möchte. Und dennoch gehört der Komponist und Dramatiker bis heute unumstritten zu den bedeutendsten Musikschaffenden der deutschen Geschichte. Und sein neues Denkmal zeigt nicht nur einen Sohn dieser Stadt, einen großen Künstler, sondern setzt sich zudem gekonnt mit dessen dunkler Seite und den Dämonen auseinander, die Wagner für immer umgeben werden. Ein Bildnis, um darüber nachzudenken, darüber zu diskutieren, ja vielleicht sogar, um darüber zu streiten. Nein,
mit Sicherheit ein Denkmal, um darüber zu streiten. So viel zu Wagners 200. Geburtstag und in der Drehscheibe geht es gleich weiter mit den Meldungen. Je einfacher das Geld, desto einfacher die Welt mit dem Sparkassen-Girokonto. Ich esse noch. Darf ich dann endlich mal zahlen? Einfach wissen, wann das Geld da ist. Das Sparkassen-Girokonto mit der praktischen App. Wenn es um Geld geht. Mit uns fängt der Tag gepflegt an. Daheim statt im Heim ist unser Motto. Denn Ihre Selbstständigkeit in Ihrer gewohnten Umgebung und unsere professionelle und einfühlsame Betreuung sind das perfekte Team. Die Arbeiterwohlfahrt in Hoyerswerda. Nähere Infos unter Hoyerswerda 48 85 0 oder im Netz unter awo-lausitz.de. Willkommen zurück bei der Drehscheibe. Für viele sächsische Schüler beginnt am Donnerstag der Prüfungsstress. Knapp 15.000 Mittelschüler starten morgen mit dem Fach Englisch in ihre Abschlussprüfungen. Insgesamt müssen die Realschüler 4 schriftliche und 1 mündliche Prüfung absolvieren. Im schriftlichen Teil folgen nach Englisch die Fächer Deutsch und Mathe sowie eine Naturwissenschaft. Die mündlichen Prüfungen beginnen dann Mitte Juni. Sachsens Kultusministerin Brunhild Kurt wünscht den Mittelschülern dafür viel Erfolg. Weitere Nachrichten sehen Sie jetzt in der Drehscheibe. Zu einem Aktionstag am letzten Pfingstferientag ist am Mittwoch auf die Kinder- und Jugendfarm eingeladen worden. Unter dem Motto knackig, bunt und gesund, Frühlingsgemüse direkt in den Mund, wurden den Kindern der Umgang mit gesunden Nahrungsmitteln nähergebracht. Gemeinsam wurde der Gemüsegarten der Farm erkundet und später auch etwas Leckeres gekocht. Die Kinder waren eifrig dabei und freuten sich auf die selbstgemachten Gemüsewaffeln. Zudem wurden kreative Schnitzereien aus Radieschen und Co. angefertigt. Die Eurospeedway-Verwaltungs GmbH und der Tourismusverband Lausitzer Seenland e.V. haben ihre bislang bestehende Zusammenarbeit durch die Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung gefestigt. In dieser sind die Eckpunkte für ein gemeinsames Miteinander in den nächsten Jahren geregelt, heißt es in einer Mitteilung. Insbesondere in den Bereichen Marketing und Öffentlichkeitsarbeit wird zukünftig noch enger agiert. So werden unter anderem dem Tourismusverband Dauerwerbeflächen auf dem Lausitzring zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus verweisen die Partner auf ihren Webseiten gegenseitig auf sich und bei Tourismusmessen wird der Verband den Lausitzring und seine Angebote präsentieren. Das christlich-soziale Bildungswerk Sachsen ruft Mädchen und Jungen auf, sich am Mal- und Zeichenwettbewerb zum 16. Sächsischen Landeserntedankfest zu beteiligen. Beteiligen können sich Kinder ab 3 Jahre und Jugendliche bis 18 Jahre, wird informiert. Der Wettbewerb steht unter dem Motto, zu gut für die Tonne, schmeiß nichts weg, was du noch essen kannst. Kinder und Jugendliche sollen sich kreativ und künstlerisch mit Wert und Herkunft von Lebensmitteln, Lebensmittelverschwendung und dem Wert der Arbeit, der in Lebensmitteln steckt, auseinandersetzen. Einsendeschluss ist der 30. August 2013. Die Arbeiten sollten mit Name, Anschrift und Alter versehen sein und an das Sächsische Landeskuratorium Ländlicher Raum e.V., Kurze Straße 8, 01920 Nebelschütz, OT Miltitz, gesendet werden. Die besten Beiträge werden prämiert. Am Bahnübergang in Zeisig hat am Dienstagnachmittag ein Teer-LKW gebrannt. Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen. Die Flammen griffen auf den Iveco der Baufirma über, die dort mit Sanierungsarbeiten beschäftigt ist, und brannte völlig ab. Dabei wurden auch Teile der Schrankenanlage in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Berufsfeuerwehr Hoyerswerda und die Freiwillige Feuerwehren aus Knappenrode und Zeisig waren mit insgesamt 12 Kameraden im Einsatz. Der Sachschaden wird mit etwa 10.000 Euro angegeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Erheblichen Schaden haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag auf einer Baustelle in Straßkrebchen hinterlassen. Verschiedene Bau- und Handwerkergeräte waren ihre Beute. Auch ein Notstromaggregat versuchten die Diebe vom Dach eines Containers zu stehlen, das fiel allerdings herunter und lag dann beschädigt vor dem Lagerbehälter. Der entstandene Schaden wurde insgesamt auf etwa 32.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.
Unbekannte haben sich im Zuge des verlängerten Pfingstwochenendes auf einer Kamenzer Baustelle im Herrental regelrecht bedient. Sie brachen zwei Container auf, zapften aus einer Tankanlage etwa 200 Liter Diesel ab und nahmen zudem noch ca. 100 Meter Starkstromkabel, einen Trennschleifer, einen Erdverdichter sowie einen Stromverteiler mit. Der so verursachte Gesamtschaden beträgt knapp 4.400 Euro. Aus der Nachrichtenredaktion Oliver Schülle. Regen hat es heute in vielen Teilen Sachsens gegeben. Der Regenschirm war heute also Dauerbegleiter. Ob das so bleibt oder ob wir wieder auf mehr Sonne hoffen dürfen, das erfahren Sie gleich in den Wetteraussichten. Immer gut informiert mit Elsterwelle. Dank Ihrer Werbung und ganz ohne Gebühren. Sie sind die ältesten Kraftmaschinen der Menschheit, die Wind-, Wasser-, Ross- bzw. Göpelmühlen. Seit 1994 wird immer am Pfingstmontag zum Deutschen Mühlentag die Aufmerksamkeit und das Interesse der Öffentlichkeit auf diese technischen Denkmäler gerichtet, deren Geschichte über 2000 Jahre zurückreicht. Erst zum dritten Mal beteiligt man sich im Schwarzkolmer Koselbruch an diesem Aktionstag. Hier stand die Krabbertmühle im Blickpunkt des Interesses der Besucher. Die Außenhülle, muss man sagen, ist ein Mühlennachbau, wobei natürlich die Mahltechnik, die wir drin haben, die wir eingebaut haben, die hat schon in den früheren Jahren schon Getreide gemahlen. Ja. Da muss man einfach auch ein bisschen Glück haben. Das hat man gehabt, weil uns Leute aus Solschwitz haben uns die Mühle, die Mahltechnik zur Verfügung gestellt. Wir haben die ausgebaut und gerade wie es der Zufall wollte, wo wir die Mühle soweit fertig hatten, wollten wir eigentlich eine vorhandene Mühlentechnik einbauen, aber die hat dann nie so wirklich gepasst, die war zu groß gewesen und so hat der glückliche Umstand es uns erlaubt, dass wir die nutzen können und die hat passt. Und es sind auch noch Mühlenteile, die da liegen noch und die ihren richtigen Platz finden müssen noch. Bereits 1922 kam per Bahn und mit dem Pferdewagen die Bockwindmühle in Dürgenhausen an. Sie wurde damals, wenn der Wind wehte, zur gewerblichen Lohnmüllerei genutzt und dient jetzt ausschließlich als technisches Denkmal. Bei der Bockwindmühle hier als solches ist es so, dass diese auf einem Eichenbock steht. Das Besondere ist sicherlich auch ihr Alter. Das Alter jetzt schon über 300 Jahre. 1707 wurde sie in Tauschdorf in Polen gebaut. Dort war sie über 200 Jahre in Betrieb und wurde 1920 hierher verkauft an den Müller Max Verdin, welcher die Mühle für 920 Reichsmark gekauft hat. Heute für uns eine Summe sicherlich nicht allzu viel Geld. Im Gegensatz dazu, eine Rute in der Neuanfertigung heute kostet 5.000 Euro. 1990 wurde die Mühle gründlich restauriert und seit 1996 kümmert sich der Windmühlenverein um das unter Denkmalschutz stehende Objekt. Besonderer Höhepunkt ist, wenn zum Mühlentag die historische Technik mit der Unterstützung eines Motors freilich in Bewegung gesetzt wird. Mit Sicherheit ist es das Geräusch als solches, wenn sich die Ruten drehen, oben das Königskammrad ziemlich laut rattert und das gibt den Leuten ein Gefühl, die Mühle lebt. Es ist etwas Lebendiges, da sich der Fußboden ein leichtes Vibrieren rüberkommt. Wer es verpasst hat, auch im nächsten Jahr am Pfingstmontag werden sich wieder die Türen der Mühlen in ganz Deutschland, aber auch hier in der Region öffnen. Und es wird zu einem Geschichtsausflug der besonderen Art eingeladen. Ein Angebot, das man nicht verpassen sollte, wie das Interesse der zahlreichen Schaulustigen und technisch Interessierten bewiesen hat. Zum Frühstückstreff für junge Muttis wird am Donnerstag in das MGH Südtreff in der Schweizer Straße in Hoyerswerda eingeladen. Die Tische sind ab 9 Uhr gedeckt. Das Sammeln und Trocknen von Frühlingsblumen steht am Donnerstag auf der Kinder- und Jugendfarm im Programm.
Wer mitmachen möchte, kann ab 14 Uhr reinschauen. Im Cinemotion in Hoyerswerda laufen ab Donnerstag in der neuen Programmwoche unter anderem der Actionstreifen The Fast and Furious 6, das Drama Der große Gatsby und der Trickfilm Epic – Verbogenes Königreich. Im Lausitz-Center findet am Donnerstagnachmittag die Preisverleihung für die besten Ausstellungsstücke der diesjährigen Hoyerswerda Kinder- und Jugendgalerie statt. Los geht's, 16 Uhr. Zum Angehörigentreff für Demenzkranke wird am Donnerstag erstmals in das Mehrgenerationshaus in Mernsdorf eingeladen. Die Zusammenkunft beginnt um 17 Uhr. Nachts abziehender Niederschlag, danach gering bewölkt, teils klar und trocken. Tiefstwerte 6 bis 2 Grad. Am Donnerstag freundlich mit teils längerem Sonnenschein, daneben einige Wolkenfelder und Quellwolken. Höchstens vereinzelt Schauer, meist trocken. Höchstwerte 13 bis 16 Grad. Das war die Drehscheibe für Mittwoch. Morgen verraten wir Ihnen unter anderem, wie die Krankenversicherung der Zukunft aussehen soll. Das Team der Drehscheibe wünscht Ihnen noch einen schönen Abend. Bis morgen.